Hallo Leute, mein Name ist Martin Guerrero, herzlich willkommen zu den Wrestling News. Die Themen heute: Warum hat man Matt Riddles Namen jetzt doch wieder geändert? Außerdem haben wir ein paar Infos zum Clash zwischen All Elite und WWE mal wieder. Und es gab noch Infos darüber, was jetzt mit Tyson Fury ist oder mit anderen Stars, die vielleicht wieder bei der WWE auftauchen könnten. Heute beginnen wir die News mit Mickie James. Sie hat nämlich bei Impact Wrestling jetzt nochmal bekannt gegeben, dass sie nochmal eine richtige Rallye auf den Knockouts-Title starten möchte. Aber sie möchte sich den Weg zum Titel erstmal erkämpfen. Das heißt, sie arbeitet sich durch das ganze Impact-Roster quasi durch und hat gesagt, dass wenn es soweit ist, wenn sie es entweder nicht schafft, Champion zu werden, oder wenn sie auf dem Weg dorthin scheitert, dann war es das. Dann wird sie ihre Karriere beenden. Das heißt, ein letzter großer Run für Mickie James aktuell bei Impact Wrestling. Dann nochmal zu Matt Riddle. Der hat ja seinen Namen wiederbekommen, also den Vornamen Matt, weil er sonst ja immer nur als Riddle bezeichnet wurde. Hier nochmal eine kleine Erinnerung, warum man das eigentlich damals gemacht hat. Warum hat Vince den Namen so geändert, dass er nur noch Riddle heißt? Das hat was damit zu tun, dass wenn man Matt Riddle googelt, findet man natürlich auch einiges aus seiner MMA-Zeit. Und damit verbunden auch die Tatsache, dass er seine MMA-Karriere beenden musste, weil er quasi dort durch die Wellness-Policy geflogen ist, wegen Marihuana-Konsum. Und daraufhin wollte man also nicht, dass man auf diese Story kommt, wenn man Matt Riddle sucht. Und deswegen wollte man dann nur Riddle als WWE-Wrestler promoten. Und jetzt ist natürlich die Frage, das ist ja immer noch, das kann man ja immer noch machen, warum haben sie sich denn jetzt entschlossen, ihn denn doch wieder Matt Riddle zu nennen? Die Sache ist halt einfach die, dass sich nun mal in den letzten Jahren die ganze Ansicht zu Cannabiskonsum und Drogenkonsum und so weiter alles ein bisschen geändert hat. Wird ja in einigen Staaten sowieso wieder ein bisschen lockerer gesehen. Und was Kiffen und so weiter angeht, ändert sich halt alles. Und deswegen hat man damit jetzt auch kein Problem, wenn das denn rauskommen würde. Ist jetzt kein Riesengeheimnis, aber trotzdem. Dann zu Gable Steveson. Wer? Ja, genau. Das ist der Typ, der eine Goldmedaille gewonnen hat und dann groß gehypt wurde von der WWE und dass die den dann natürlich als Top neuen Wrestler einbauen wollten. Der ist ja im Draft zu Raw gedraftet worden, obwohl ihn niemand kannte. Und hier ist es so, dass er sich aktuell im Training befindet, um sein WWE-Debüt zu starten. Allerdings ist das Training nicht so gut, wie man dachte. Also es läuft alles irgendwie ein bisschen schleppender, als es ursprünglich geplant war. Deswegen dieser Riesenhype um den Typen, der jetzt aber die ganze Zeit nicht kommt. Jetzt mittlerweile interessiert es auch einfach keine Sau mehr. Aber ja, das liegt halt einfach daran, dass der wohl vielleicht doch nicht so gut und schnell das Ganze aufnimmt, wie es vielleicht ursprünglich gedacht war. Dann habe ich ja in der letzten News-Ausgabe gesagt, dass ein WWE Live-Event abgesagt wurde und dass es noch keine Infos gab, warum. Jetzt gibt es die Infos und es war eigentlich auch schon abzusehen. Und zwar waren die Ticketverkäufe einfach nicht so gut, weshalb man auch darauf verzichten kann. Dann gab es noch ein kleines Update von Kyle O'Reilly. Der hat nämlich jetzt bekannt gegeben, dass er am Nacken operiert wurde. Also er lag im Krankenhaus, er wurde operiert, er ist also jetzt offiziell verletzt. Und wird natürlich damit eine Weile erstmal nicht eingesetzt werden. Denn bei All Elite ist es manchmal so, dass da jetzt nicht so viel Aufmerksamkeit oder nicht so viele Äußerungen bezüglich Verletzungen gemacht werden. Und so ist das hier auch. Also quasi Kyle O'Reilly ist verletzt, fällt aus und das hat er mehr oder weniger selbst bestätigt, als er schon im Krankenhaus lag. Das ist halt immer ein bisschen blöd als Newsquelle. Aber ja, so ist es. Dann gab es von ESPN vor einiger Zeit mal eine große Dokumentation rund um Ric Flair. Und diese Dokumentation gibt es jetzt auf Disney Plus zu sehen. Wer also Disney Plus hat und Langeweile hat und sich mehr um den Nature Boy bemühen möchte, der kann sich das natürlich gerne anschauen. Dann zum nächsten All Elite Pay-Per-View. Nachdem wir ja All Out hinter uns gebracht haben, gucken wir natürlich jetzt auf Full Gear. Und da gibt es gerade mit dem Datum so ein paar Probleme, denn eigentlich sollte dieser Full Gear Pay-Per-View am 12. November stattfinden. Da ist aber ausgerechnet auch schon wieder ein UFC Pay-Per-View und damit wollte man natürlich nicht Head-to-Head gehen. Dann kam man auf den 20. November, also den Sonntag. Allerdings ist ja aktuell die NFL-Season wieder losgegangen, was also heißt, dass die Leute während des All-Out-Guckens theoretisch auch noch NFL gucken wollen würden.
Und deswegen will man auch vom Sonntag weg und wechselt dann auf den Samstag. Und damit kam man dann auf den 19. November, was jetzt also der Plan ist für diesen Pay-Per-View. Dann gibt es aktuell Gerüchte rund um die Good Brothers, denn die haben nämlich keinen Impact Wrestling Vertrag mehr, werden zwar bei New Japan eingesetzt, aber da ist natürlich fraglich, wie viel und wie abhängig die da vertraglich gebunden sind. Denn die WWE hätte da vielleicht doch das ein oder andere Interesse, Karl Anderson und Doc Gallows wieder einzusetzen. Hier müssen wir natürlich auch noch mal ein bisschen abwarten. Aktuell war ja Karl Anderson noch never Openweight Champion und sowas. Und deswegen muss man ja eh sehen, der Titel müsste dann natürlich erstmal weg und so. Aber die Möglichkeit besteht, man könnte sie holen. Und generell hat sich ja unter der Leitung von Triple H einiges geändert. Das heißt, die wären da natürlich schon eine Möglichkeit. Klar ist All Elite immer noch ein Weg, denn auch hier haben die Good Brothers natürlich sehr viele Freunde, denn die sind mit den Young Bucks befreundet, sind aber ebenfalls auch mit AJ Styles befreundet. Schauen wir mal. Dann ein Update zu Wesley Blake. Der ehemalige Tag Team Partner von Buddy Matthews ist nämlich jetzt wohl vielleicht auch wieder auf dem Weg zur WWE. Der war nämlich als Gastcoach im Performance Center vor kurzem zu Gast und hat da halt ein bisschen ausgeholfen. Könnte also auch dazu führen, dass der denn vielleicht häufiger als Gastcoach eingesetzt wird oder direkt als Coach angestellt wird oder vielleicht wirklich den Weg wieder zu WWE oder NXT findet. Dann gibt es aktuell ein paar Probleme rund um Malakai Black. Der hat nämlich, wie es heißt, um seine Entlassung bei All Elite gebeten. Das zumindest zum Zeitpunkt, den ich jetzt an News aufgeholt habe. Der hat nämlich so ein paar private Probleme, auch mentalerseits. Da gibt es also gerade ein bisschen Sorge um ihn. Gibt schon wieder neue News dazu, aber da komme ich dann später nochmal in den Videos zu. Nachdem wir jetzt einige Änderungen, wie jetzt mit Matt Riddle oder auch mit Theory gesehen haben, könnte es natürlich auch sein, dass da noch einiges folgt. Zum Beispiel warten viele noch darauf, dass Butch endlich wieder Pete Dunne wird oder auch, dass es vielleicht noch eine Neustrukturierung rund um T-Bar gehen könnte, also dem ehemaligen Dominik Dijakovic, denn der war ja auch bei NXT zu der Zeit, als Triple H das noch in der Führung hatte, immer eine gute Basis, der wurde ja auch gut gepusht und so weiter, aber wird aktuell ja so gut wie gar nicht im Main Roster eingesetzt mit diesem T-Bar-Charakter. Also der wäre jetzt also auch einer der Leute, die dann vielleicht wieder zurück zum alten Gimmick switchen könnten. Und nachdem wir Tyson Fury bei Clash at the Castle gesehen haben, gab es natürlich auch da wieder Gerüchte, ob man ihn denn vielleicht auch wieder häufiger im WWE-Ring zu sehen bekommt. Das kann natürlich jederzeit passieren, denn Tyson Fury hätte Bock drauf, gerade wenn dann wirklich seine aktuelle Boxing-Karriere und alles, was da noch mit dranhängt, alles denn wirklich vorbei ist, dass er dann zum Wrestling wechselt und das sogar vielleicht Vollzeit, muss man mal abwarten. Dazu war dann auch nochmal Bad Bunny wieder im Gespräch, denn der hatte ja auch den einen oder anderen Auftritt schon und ist ja auch riesen WWE-Fan und da gab es auch kurz nach Clash at the Castle ein Treffen von Triple H mit Bad Bunny, um dann auch die Zukunft zu besprechen. Ob aber da jetzt irgendwas rausgekommen ist oder so, weiß man noch nicht, aber trotzdem gibt es da Möglichkeiten. Dann gab es natürlich wieder ein paar Probleme rund um den Clash von All Elite und WWE, denn Triple H war in einem Interview und hat über den Wednesday Night Raw gesprochen und gerade auch, was NXT da versucht hat, um diesen Wednesday Night Raw zu gewinnen. Triple H meinte, dass sie überhaupt gar nicht so viel Wert darauf gelegt haben, diese Auseinandersetzung zu gewinnen. Die haben einfach ihr Ding gemacht und fertig. Außerdem war ja NXT sowieso die ganze Zeit nur die Nachwuchsshow und das All Elite, also quasi die Nachwuchsshow der WWE, besiegt hat mit den Ratings. Ja gut, schön für sie. Er guckt auch ab und zu mal so, was da passiert. Also er guckt jetzt nicht wöchentlich All Elite, aber er kriegt schon so mit, was da noch so abgeht. Aber da haben die eigentlich nicht wirklich viel Wert drauf gelegt, dass sie halt dann von All Elite mehr oder weniger besiegt wurden. Und daraufhin hat sich natürlich Chris Jericho gemeldet, der ja auch vor kurzem erst wieder ein Angebot von der WWE bekommen hat, das natürlich ausgeschlagen hat, weil er bei All Elite bleiben möchte. Und dazu meinte er auch, dass ja als der Wednesday Night Raw stattgefunden hat, hieß es ja immer, ja, das ist ja kein Marathon, das ist ein Sprint und wir werden auf lange Sicht auf jeden Fall All Elite besiegen und so. Und jetzt diese Aussage, dass sie sich eigentlich nie drum gekümmert haben, beißt sich natürlich ein bisschen. Dazu hat Jericho natürlich auch ein bisschen geshootet und hat gesagt, dass NXT scheiße ist und dass Triple H auch weiß, dass es scheiße ist. Und jetzt ist es vielleicht eine Nachwuchsshow, aber zu dem Zeitpunkt wurde NXT als dritter Brand anerkannt. Also, dass er da jetzt so zurückrudert, ist halt einfach Blödsinn. Das auf jeden Fall erstmal soweit das News-Update für heute. Also gerne einen Daumen nach oben da lassen. Werdet Kanalmitglieder, werdet Abonnenten, Glocke pressen und natürlich
eure Meinung zu allen Themen in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht ihr mehr so dolle, haut rein und ciao.